ist das schönste Geräusch, was ich heute gehört habe. Geil, ne? Bisschen Schmiere. Das ist nämlich so der Nachteil an den Brunierten. Nimmst du einfach die Pfeile, schrubbst da drüber her, inklusive Metall, dann schleifst du nochmal drüber, bis das Metall auf der Glatte ist fertig. Das ist jetzt ein bisschen schwurriger. Aber im Nachhinein brillieren geht ja auch nicht, ne? Nee, genau, das ist ja das Thema. Muss ja vorher machen. Deswegen ist das jetzt hier immer ein bisschen vorsichtig. So, lass uns. Und jetzt bei dir das Gleiche. Ich freue mich total. Ich habe dir auch richtig gerne Hand. Das ist auch so gekommen. Hat noch viel mehr Stil, weil du weißt, du hast sie einfach selber gebaut. Ja. Das ist nur Design. Das hat, ich habe im Film jetzt noch nie einen Vorteil rausgesehen. Hast du hier eine Mittellinie der Kraft bis zur Schneide? Genau. Und da theoretisch zwar auch, aber hier nochmal so einen komischen Hebel runter. Aber kann das sein, dass sich diese Nase nicht so irgendwie so festhackt irgendwie? Dass die schlichter wieder rauskriegt? Wahrscheinlich nicht, ne? Das sieht sich nochmal an. Ja, gut. Oh, wir haben es geschafft! Eine Sache, die er nicht weiß. Das ist das erste Mal heute. Ich habe nur ein super, super endgeiles Öl. Tungöl aus der chinesischen Tungnuss. Gebrauchtes Frittenfett aus der Pommesbude. Ja. Das gibt es auch für Edelhandwerker mit Orangenöl angereichert, damit es nicht so stinkt. Der Geruch vergeht aber die Qualität von diesem Öl ist einfach endgeil. Also es ist fast wie so eine Endfellversiegelung. Da gibt es so eine Nuss, da kann man dieses Öl rauspressen. Und angeblich haben die damit die chinesische Mauer gepinselt. Wie viel Öl haben die denn damit gemacht? Ja. Dass so diese ganze chinesische Mauer. Überleg mal bitte, wer baut denn auch schon eine Mauer? Eine chinesische Mauer, wie viele Steine brauchst du denn dafür? Ja, das ist dir auch scheißegal in China. Was wir machen müssen, müssen wir machen. So, das werden jetzt die Schutzhüllen für unsere Äxte. Das werden die, genau. Ein bisschen anderes Modell, weil der schließt hier von der Seite und der schließt hier von oben. Okay. Mhm. Weil eure sehen ja so aus. Okay. Der kriegt dann hier oben den. Zack, damit das sitzt. Ja. Es funktioniert bei dem nicht, weil der würde oben rausflutschen. Deswegen hat er den hier. Das ist ja auch eine Bartachs. Ja. Anderes Design. Ne? Okay. Dann werden die so. Ich glaube, das sieht so richtig am. Hier wird schon fleißig weitergemacht. Um uns die Arbeit des Löcherstechens zu vereinfachen, wurden die Löcher, durch die später das Garn zum Vernähen geführt wird, mit dem Erl erst vorgeschlagen und danach durchbohrt. Drei dicke Schichten Leder, ja. Die kann man mit dem Erl sehr schlecht durchschlagen. Okay. Ich schlage den immer gerne einmal an, ja. Damit der Bohrer nicht abhaut. Eine Führung hat. Ja. Sozusagen. So. Der Knopf kommt zum Schluss. Mhm. Das wäre ja keine richtige Axt, wenn hier nicht noch eine Verzierung drauf kommen würde. Was ich suche, ist das. Ja. Das ist nämlich die Schutzrune. Ja. Die Sigrune? Oder die Nee, das ist die S. Sieg so, ist die S-Rune, die Lebensrune. Die symbolisiert einen Hirschkoffer. Der Hirsch steht im Keltischen für Schutztier. Ich kann auch die Totenrune hier holen. Totenrune. Was besser zu deiner Axt? So, das Loch ist drin. War schon. Baust du lieber Äxte oder Bögen? Ich glaube ja.
Das liegt immer so ein bisschen an der Motivation. Es gibt Zeiten, da baue ich einen Bogen nach dem nächsten, weil die Energie auch passt. Ja. Oder weil ich gerade irgendein neues Design gesehen habe oder weil ich irgendein neues Holz ausprobieren möchte. Aha. Und dann gibt es so Zeiten, wo ich mir denke, boah, jetzt an den Bogen gehen. Lass es lieber, ja. Das wird sowieso nichts. Das aber hängt einem dann so nach. Die Energie passt so gar nicht. Ja. Lass die Finger davon. Ja. Weil ich habe früher auch manchmal sowas dann durchgezogen und anschließend war drin aus. Ja, ist so. Weil man dann halt auch kein, also nicht die Leidenschaft und. Mhm. Genau, das ist es. Darf ich dich haben? Ja. Ja, war ein ereignisreicher Tag bisher. Wir haben unsere Äxte so gut wie fertig bekommen. Die Stiele sind fertig, die Axtköpfe sind aufgestielt, ja. Eingestielt. Die Lederschütze müssen wir noch machen. Mhm, stimmt, das machen wir wahrscheinlich morgen. Wir haben nur eine Verletzung. Und die war tief, das quasi. Im ersten Moment habe ich wirklich gedacht. Jetzt also man konnte auf jeden Fall... Wir haben jetzt noch was ganz Besonderes vor. Wir wollen Runen werfen, wir wollen Runen legen. Haben vor, eben auf die Äxte, zumindest möchte ich auf meiner Axt eine Rune haben. Und wir werden gleich am Feuer, denke ich mal. Ich denke am Feuer. Mhm. Die Rune werfen und gucken, welche sich für uns entscheidet. Ob sie die Negativität meines Holzes aufgreifen und die Positivität von deinem Holunder. Alles Negative hat was Positives. Genau. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert mit den Runen. Ne? Also ich bin ja, also es ist schon ein spannendes Thema. Ich finde, Runen sehen einfach total cool aus. Sehen cool aus, ja. Und wenn sie dann halt noch eine Bedeutung haben, irgendwie. Genau. Und wenn du dann sagst, ich habe die nicht einfach so da drauf gemacht, sondern die jetzt, oder ich habe die geworfen, ja, und die sind einfach so gekommen, ja, wissen jetzt noch gar nicht, was passiert. Ja, richtig. Welche Rune da im Endeffekt drauf landet. Oder welche Runen. So, Katzen. Es krallt sich fest. Es will nicht los. Ja, die Suppe hast du dir jetzt selber eingebrockt. Ich halte dich. Da der Abend lang werden würde, ist die Wahl beim Feuerholzstapeln auf ein Upside-Down-Feuer gefallen, welches durch das langsame Herunterbrennen kleinerer Hölzer von oben nach unten wesentlich weniger raucht und ebenfalls länger brennt. So, zur Einstimmung verräuchern wir einfach mal so ein bisschen was. Ja. Ich habe so ein paar Kräuter mitgebracht. Wozu räuchert man? Was ist der Sinn dahinter? Genau, was passiert beim Verräuchern von Pflanzen? Du nimmst einen Geruch auf durch die Nase, mhm, und dann gibt es in den Nasenflügeln zwei Organe, die befördern Geruchseindrücke sofort ins limbische System. Das ist so dieses Gefühlszentrum hinten, mhm, im Kopf. Und direkt neben dem limbischen System sitzt das, was man das Reptiliengehirn nennt. Das sind so die Urinstinkte, mit drin fahren kann. Mhm. Und alles, was du an Gerüchen aufnimmst, kommt immer sofort durch diese Ebene durch. Und diesen Effekt hast du im Prinzip bei jedem Geruch. Und das ist halt interessant, wenn man Pflanzen, die sozusagen gewisse Informationen rüberbringen, mhm, wenn man die geruchstechnisch mal wahrnimmt, auch wenn man sich überhaupt nichts darunter vorstellen kann. Es ist halt dann interessant zu gucken, was löst das bei einem aus? Kommt ja ein Gefühl, ja, oder kommt ein Bild oder kommt eine Erinnerung oder, ja, erinnert mich das an irgendwas? Es gibt auch Leute, die riechen dann reinfahren und sagen, Sonntagsbraten. Das, mhm, riecht exakt wie der Sonntagsbraten von meiner Oma. Mhm. Ja. Und das ist auch bei jedem Menschen wahrscheinlich individuell, ne? Also jeder hat dann eine, genau, andere. Das ist immer ganz individuell, wie das denn so, wie du so darauf reagierst. Und deswegen habe ich mal hier so ein paar Sachen mitgebracht, die ganz, ganz prägnant sind. Ja. Oder schwere Themen und sowas. Mhm. Das aber klingt, die Eibe ist zum Beispiel auch uns dabei, dass ihr die mal in die Nase bekommt. Okay. Und Holunderblüten habt. Also die Sachen, die wir jetzt auch verbaut haben, ne? Dein Axtstiel ist ja, genau, aus Holunder, also und meiner ist Eibe. Die Eibe, das sind die, ist der Holunder. Ja. Und Zeder, das ist auch richtig interessantes, mhm, Zeug. Zimtrinde. Ach, okay. Zeder mag ich, das kenne ich. Finde ich lecker. Ganz spannend. Und so steht halt auch hinter jeder Pflanze irgendein. Mhm. Und dann ist immer gucken, wie reagierst du da drauf? Was kann man so daraus sehen? Alte überlieferte Traditionen, das, was wir bis heute
felsenfest kennen und auch benutzen, ist ja auch die ganze Naturheilkunde. Ja. Ja, es geht schon los, guck mal. Versuch mal, ob du was wahrnimmst. Einfach einmal Richtung Nase halten, ein bisschen zufächeln. Was ist das für eine Pflanze? Holunder. Ja. So, ich muss mich voll konzentrieren. Das hat nicht nur diese Note von, okay, es brennt hier gerade eine Pflanze an, sondern daneben kommt was sehr Würziges raus. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben würde, aber ich finde es sehr witzig. Zeder. Zeder kenne ich. Ich bin gespannt, ob das jetzt anders riecht. Ja. Oh, das ist so schön. Das erinnert mich auch tatsächlich wieder an Sauna. Nadelbäume haben immer so ein bisschen den Effekt vom Lichtbringer. Mhm. Deswegen ist die Tanne ja auch der Weihnachtsbaum, den man beleuchtet. Mhm. Der stammt tatsächlich auch noch aus germanischer Vorzeit. Ne? Okay. Und die Zeder ist ja nochmal so eine breitkronige Glucke, die so ein bisschen beschützender wirkt. Mhm. Und genau das ist auch ihr Auftrag, Kraft und Stärke. Behütend. So. Schön. Schöne Bedeutung. Ja. Dann halt dir das erstmal unter die Nase und dann sag ich, was das ist. Oh ja, geht schon los. Das erinnert mich an irgendwie an Apfelmus und Weihnachten. Bei Apfelmus mache ich auch immer so eine Prise Zimt rein. Oh, das riecht so gut. Besser als Zeder? Anders gut. Also ich finde beide gut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches ich besser finde, glaube ich. Oh, noch was. Jetzt kommt das Rote. Der rote Topf, darauf freue ich mich besonders. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird es hier dein Todesholz. Die riecht so stark, die riecht so, die hat so, oh, so einen speziellen Duft. Ja. Ich finde, die riecht aber angenehm und so ein bisschen süß auch. Also süß, süß-bitter irgendwie. Ja, so wirkt die auf mich halt auch. Also ich habe da überhaupt gar keine komischen Assoziationen mit einem. Ich finde, das riecht am besten von einem. Ehrlich? Mhm. Ich finde es nicht besser als, also besser als Zimt? Ja, ich finde es riecht besser als Zimt. Weil den okay, das ist eine Ansage. Genau, das ist eine Ansage. Ja, wirklich? Ich finde, es riecht auch ein bisschen nach Harz und Honig. Deine Eibe ist auf keinen Fall negativ belastet. Mit Blut besiegelt sogar. Und so dennoch noch alles positiv. Also ich finde es jetzt nicht besser als Zimt. Ich finde Zimt. Okay. Das ist auch der Normalzustand. Ja, na gut. Also ihr seid komisch. Ihr seid besonders. Aber es riecht eher so ein bisschen an diesen Beikraut oder an dieses Erdbeikraut. Oder das erste, was war das nochmal? Holunder. Holunder. Daran erinnert mich das auch schon eher. Ist halt sehr kräuterig. Also hast du eigentlich genau das Richtige gewählt. Ja. Sag ich doch. Da kann man zwar sagen, ja, weil mir das am besten gefällt oder weil die Farbe besonders toll war, aber von hinten durchs Herz ins Auge wählst du dein richtiges Holz. Das ist so. Ja, fast, ne? Müssen nur noch eingeölt werden, glaube ich, ne? Und? Ja, und die Runen. Wacker geschackert. Wie viele ziehe ich denn? Egal, wie viele ich ziehe. Egal, wie viele. Okay. Und jetzt werfe ich die einfach da rein? Einfach in den Korb. Darf ich gucken? Darfst du gucken. Die fallen wie sie fallen. Aus Licht ein. Aha, eindeutig würde ich sagen. Okay. Eindeutig. Es liegt nur eine um. Turisas. Was ist Turisas? Turisas heißt sie. Eine Schutzrune, eine Torsrune. Ah. Ist das gut? Du hättest besser einen Hammer bauen sollen. Okay. Ja, cool. Ja, da macht man überhaupt nichts mit falsch. Das ist wie Schutz und Tor im Rücken, alles grün. Oh. Achso, ich dachte, das sind jetzt zwei. Du hast zwei. Mehr liegen unten und zwei liegen drin. Das X ist Gebo und steht für Einheit. Genau. Und dieses B, Berkano. Und steht für Neuanfang, besonders weibliche Seite. Neuanfang, besonders weibliche Seite. Ja, ja. Das heißt, ach, das passt ja ganz gut, ne? Aber das ist doch schön. Ja, dann. Ja, schön.
wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben beide die Nacht überlebt. Es war jetzt auch nicht wirklich kalt, 7 Grad oder so. Also war wirklich total angenehm. Die Sonne scheint. Es ist ein total schöner Morgen. Ja, heute geht's weiter. Heute ist der 2. Tag unseres Achsbauexperiments. Es gab ja bisher nur eine Verletzung. Ich hatte mir aus Versehen in den Finger geschnitten mit der Schneide von der Axt. Ist aber nur halb so wild. Es Pflaster drauf. Ich habe Harzsalbe draufgepackt. Das ist ein Thema, das ich euch mal separat vorstellen werde. Heute steht an, die Runen, die wir gestern geworfen haben, in die Axtstiele einzubringen. Also es wird da reingebrannt und wir wollen Schutzhüllen aus Leder herstellen, die man einfach oben über die Klinge machen kann. Sieht ein bisschen schicker aus als irgendwas aus Plastik oder aus Kunststoff generell. Genau, das ist der Plan heute. Ich werde jetzt mal in die Werkstatt gehen, mir erstmal einen Kaffee holen und dann wird weiter gebastelt. Das Ding ist 30 Jahre alt. Wenn der funktioniert, funktioniert er super. Wir werden jetzt Runen in unsere Äxte rein. Brennen. Aber ich finde so Frühstücksbrettchen, das war irgendwie auch so cool. Das war so eine der Sachen, die man irgendwie machen musste. Namen einritzen, bestimmt jeder schon was gemacht. Ja. So, der muss erst ein bisschen heiß werden, dann müssen wir den noch ein bisschen probieren, ob der auch läuft. Und weißt du schon, wie du es denn machst? Machst du auf beide? Malt schon mal mit Bleistift vor, was wohin soll. U-R-I, genau, ja. S, und das andere Z-A-S, irgendwie so. Wenn du so machst, dann bist du immer so am. Am ne? Ja. Also mit dieser Bewegung hier so komme ich immer schöner klar bei dem Ding. Das ist natürlich eine gute Position so. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, du hast ja die gerade Seite gewählt, ne? Ja. Aber da hat Michael recht mit dem Jahresring. Es ist gar nicht so einfach, gerade Linien zu kriegen. Ich habe mir so eine Ecke ausgesucht hier. Also ihr müsstet euch mal beobachten, wie fasziniert ihr da vorhängt. Das zischt total. Achso, das ist übrigens die Turisatz-Rune. Muss ich auch erstmal googeln. Ja, ich glaube, so reicht eigentlich. Sieht schon sehr cool aus. Ja, das wird sich cool aus. Und wenn das Ding fest genug ist, dann brauchst du eigentlich noch eine. So, was machen wir jetzt? Wo ist das? Einölen. Der Pflege. Patient. Das ist ganz normales Leinöl, ne? Das ist Leinöl Firnis. Das ist aufgekochtes. Das ist halt so für die Grundierung am besten, weil es ist auch ein bisschen dünnflüssiger wie richtiges Leinöl. Das zieht tiefer ein. Deswegen ist das immer so die erste Behandlung. 2-3 Mal mit Leinöl Firnis und dann kannst du einmal mit richtig reinem Leinöl oder Tung oder was auch immer oben drüber, um dem nochmal so eine richtige. Genau, das wird dann nämlich so schön dunkel. Ja, ja, man merkt. Wenn ihr jetzt das zweite Mal was drauf macht, schmiert ihr ja auf die Leinölschicht drauf, die schon drauf ist. Das heißt, ihr braucht nicht so viel und man darf auch nicht so dick drauf lassen, sondern eher wirklich abwischen, dass so der nächste Film drauf ist. Gerade bei so einem harten Holz wahrscheinlich dann noch mal länger als feinporiges. Genau. Deiner ist auch ein Stückchen dunkler geworden. Ja. Die schaut auch schön aus. Das ist der sogenannte Keder. Wenn ich jetzt die beiden Lederhälften ohne Keder aufeinander nähen würde, könntest du mit der Axtschneide das Garn zerschneiden. Deswegen kommt immer so ein Keder rein. Der ist nur dafür da, dass er dir die Bohrspäne wegbläst. Ja, okay. Das
2. Bisschen anschleifen, die ganze Fläche so ein bisschen drüber und dann mit dem feinen Zeug noch einmal drüber her. Dadurch, dass wir das Leder anschleifen, kriegt das nachher, wenn das Öl drauf kommt, auch so eine schmockige Patina nachher. So ein bisschen Used-Look-mäßig. Ja. Ne? So. Aus, ja. Ich habe das immer gerne ein bisschen, ja, ich auch. Als wenn ich schon 10 Jahre getragen. Normalerweise arbeitet man jetzt nämlich mit dem Nähpferd. Das ist dieses Ding hier. Ah ja, okay. Da klemmst du nämlich das Leder ein, ja. Und dann ist das Ding hier drin, okay. Fix. Und dann setzt du dich breitbeinig drauf und kannst dann nähen. Ja. Das geht auch ganz wunderbar hier im Schraubstock. Und zwar einfach nur ganz locker flockig einspannen. Das musst du gar nicht fest sein, das muss nur hier ihre Position haben. Das vorbereitete Garn mit 2 Nadeln. Der erste Stich geht hier einmal durch. Und jetzt stecht ihr von einer Seite durch. Zieht das durch, legt ihr nach vorne weg. Und macht mit der nächsten Nadel den Gegenstich. Und zwar so, dass ihr möglichst nicht den ersten Faden durchstecht und festziehen. Sattler Doppelstich. Sattler Doppelstich. Wichtig ist dabei, dass ihr nicht durch den Faden stecht von der anderen, ja, Seite. Das ist ganz wichtig. Interessant wird zum Schluss. Also die letzten 4 Löcher lasst ihr bitte frei. Mhm. Zeige ich euch noch, wie man den Abschluss macht. Sattler Doppelstich. Sattler Doppelstich. Ja, auf diese Art und Weise hast du bei jedem Nähgang festgezogen immer, ja, und ins nächste Loch und du machst nur einen Arbeitsgang. Das ist genau wie der Name so sagt, halt für diese ganzen Sattler-Sachen ist das alles super. Da gibt es aber doch bestimmt auch so Zierstiche, ne? Dass man irgendwie gerade bei so Lederarbeiten auch mal so Stiche hat, die dann irgendwie ein besonderes Muster ergeben oder so aufeinander aufbauen oder so, hat man doch bestimmt auch, oder? Es gibt tatsächlich Zierstiche, du hast vollkommen recht. Wenn man den Griff von einem Bogen vernäht auf der Außenseite, mhm, dann kann das so aussehen, das, ja, ist der normale Kreuzstich. Das kann aber auch so aussehen. Ja, sowas meinte ich. Genau das sowas meinte ich. Das ist der berühmte Hexenstich. Mhm. Durch, zack, jetzt gehst du hier einmal durch die Schlaufe durch, dann machst du da im Loch einen Knoten. Okay. Bündig abschneiden und fertig. Schneiden wir das schön sauber weg. Damit brecht ihr diese Kante ab. Mhm. Zack. Zack. Hast du die Kante auch gemacht? Ja. Ja. Genau. Wollte gerade sagen, jetzt machen wir mal Scheiße. So kommen die da rein und dann kommt dieses Ding hier nachher als Klappe oben drauf. Und hier in die Mitte kommt der Druckknopf. Druckknöpfe nieten, das mache ich jetzt mal, ja, weil wenn du da dich ein bisschen vertust, dann sind die Dinger verschlagen und dann ist das ein Mordsgehampel, die wieder rauszukriegen. Damit pressen wir den so ein bisschen rein, damit wir auch ordentlich Hülse haben, mhm, die oben rausguckt. Eigentliche Druckstück da drauf und dann kommt der hier. Da sieht man halt, da muss ich halt diese Blechhülse muss ich schön da reinbördeln. Mhm. Machst du da einen Fehler, hast du ein Problem. Genau, du musst immer bei allen Arbeiten mit Nieten irgendeine feste Unterlage, am besten Metall. Okay. Damit das auch richtig verwemmst. So sieht das aus. Ja. Und wenn die jetzt drin steckt, dann sollte das passen. Mhm. Yippie. Wir ölen jetzt unsere Lederschützeln einfach nochmal ein.
Dann werden die dunkler. Boah, wie das Duster. Und man sieht auch richtig, egal wie viel du drauf packst, das ist sofort eingezogen. Ja. Das ist sofort weg. Oh, ich finde das auch so geil, weil Michael ja erzählt hat, dass er das so aus alten Schultaschen oder so ja, macht. Ja, ja. Was gibt es denn Geileres, als diese alten Taschen zu nehmen? Da habe ich auch, oder so Armschützer fürs Bogenschießen und so habe ich da auch schon geil draus. Also meine sind auch tatsächlich aus so einem alten Sofaleder. Wenn man es halt, sag ich mal, upcycelt, dann... Genau. Und das finde ich halt so geil, ne? Dass du aus alten Sachen irgendwie was Neues machen kannst. Was ist denn unser nächstes Projekt? Der Bogen, ne? Ja. Oder? Ja. Das nächste wäre eigentlich ja wirklich der Bogen, der ansteht. Basteltechnisch der Bogen, ja. Oder auch mal schmieden, hätte ich auch mal echt Bock drauf. Schmieden. Ich habe gleich kein Leinöl mehr. Ja. Genau, Lappen wir ausbrechen. Sonst fangen wir an zu brennen. Angeblich. Angeblich. Ich glaube, so weit ist es nicht, aber... Ja, man muss es ja nicht rauchen. So sieht es jetzt aus. Das Leder ist viel dunkler geworden. Man sieht die Naht jetzt auch richtig. Innen drin ist es noch hell. Da sieht man nochmal gut den Unterschied. Wir haben das Ganze auch wieder mit dem Leinölfirnis eingerieben. Den Unterschied, ob die wirklich so vom Gewicht her unterschiedlich sind. Also ob man das halt merkt. Das ist jetzt deine? Ja. Okay. Vielleicht so ein bisschen leichter, vielleicht merkt man es. Boah, ich finde meine ist viel schwerer. Echt? Deine ist länger. Stimmt. Tauscht ihr mal was mit der starken Hand fällt? Findest du es immer noch? Ja, ich finde meine ist ein bisschen schwerer. Da benimmt sich Leder genauso wie Holz. Ja. Die Stirnseiten hier saugen tierisch. Ja, es ist genauso wie bei dem Achsknauf hier oben vor Kopf. Da saugen die viel mehr Öl. Die machen wir jetzt alle noch ein bisschen... Noch mal ein bisschen ölig. Könnte da noch mal über das Polierholz gehen. Wir sind fertig. Ja, fertig mit der Kraft und fertig mit der Axt. Aber ich finde, das Ergebnis kann sich echt sehen lassen, oder? Das sieht richtig, richtig Hammer aus. Ich finde es auch super schön. Hättest du gedacht, dass es so viel Arbeit ist, das zu machen? Nein. Vor allem, die Scheide war ja schon fertig. Wir haben ja im Prinzip nur den Griff gemacht. Ja. Und das war richtig viel Arbeit. Ja. Also wir waren da ja jetzt echt anderthalb Tage anderthalb Tage. Nee, aber es wäre jetzt mal spannend, das ganze Ding auszutesten, ne? Gut geschlagen. Aber es ist natürlich immer gut, einen Experten irgendwie dabei zu haben, der das dann erklärt. Ja. Und dann zur Not eingreifen kann, wenn hier sowas wieder passiert. Aber ich hätte echt gedacht, es gibt mehr Verletzungen, ne? Das ist nämlich unser nächstes Thema. Wir wollen jeweils einen Bogen bauen. Von ein bisschen ausgetestet, wer was ziehen kann und was man sich vielleicht so vorstellt als Bogen. Und das wird dann unser nächstes Projekt. Oh ja. Bastel-Heini ist wieder unterwegs. Ja. Ach ja, Freunde. Hey, Papa, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, dass wir es auf Video haben, ne? Ja, gut, dass wir auf Video alles wieder angucken. Ich freue mich jetzt auch schon richtig aufs Bogenbauen. Das ist ganz anderes, ne? Also ganz andere Materie wieder. Ja. Können wir den Michael gut gebrauchen? Ich verstehe, warum das Level 2 ist. Ja, das stimmt. Also wirklich. Ja, schön, dass das angekommen ist, dass das mit den Äxten prima Vorbereitung ist zum Bogenbauen. Ja. Ich freue mich auf euch, es hat Spaß gemacht mit euch. Ihr habt euch auf jeden Fall gut angestellt. Es war, fand ich sehr überraschend, aber wirklich handwerkliche Talente schlummern. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal hier sind. Ich glaube auch, ihr werdet nicht das letzte Mal hier sein. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Wir machen uns auf den Heimweg und wir sehen uns dann im nächsten Video. Genau, bye bye. Tschüss.